Ich bin Alex und ich möchte euch heute von Lecato den Mini-Looper vorstellen. Ich zeige euch einmal die Ein- und Ausgänge. Hier auf der rechten Seite haben wir mal den Eingang. Ein USB-Mini-Port, das Kabel wird auch mitgeliefert. Zumindest war es bei mir dabei. Hier ist ein Stromkabelanschluss und hier ist der Ausgang. Das war's auch schon. Hier mit einem Loop aufzunehmen ist so einfach, wie es irgendwie geht. Man drückt einmal den Fußschalter, den einen, den es gibt, und dann startet ihr auch schon den Aufnahmemodus. Fangen wir doch direkt mal an. Ein bisschen Defekte noch anschmeißen. Jetzt ist ein Playback-Modus, das erkennt man an den blauen LEDs, die einmal ganz rumlaufen. Wenn die Null komplett ist, startet er wieder von vorne. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann werden die LEDs rot und wir sind dann im Overdub-Modus. Wenn ich das jetzt irgendwie blöd fand, dann kann ich den letzten Loop löschen, indem ich einmal lang gedrückt halte. Schon ist er wieder weg. Versuchen wir mal was in Moll. Der Playback-Modus. Jetzt kann man darüber solieren, wenn man möchte, oder singen. Wenn ihr Bock mehr habt, drückt zweimal schnell drauf, dann stoppt er. Speichern ist total einfach, es ist nämlich schon gespeichert. Wenn ich jetzt hier rumschalte, sehe ich 2 bis 9 komplett leer. Hier bei 9 ist was. Ich weiß nicht was, hören wir gleich mal rein. Wenn ich einmal drauf drücke, startet er wieder. So, dann bei 9, was ist denn da? Okay, da habe ich wohl einfach aus Versehen was aufgenommen. Wenn ich das jetzt löschen möchte, drücke ich. Stoppe ich einmal den Loop, halte lange gedrückt und er ist gelöscht. Hier ist wieder der erste Loop. Praktischerweise ist hier auch ein Stimmgerät mit eingebaut. Da kommen wir ganz einfach hin, indem wir die beiden Knöpfe einmal kurz drücken und schon sind wir im Stimmgerät. Nicht wundern, ich bin in DES, Standard, bzw. CIS. Wenn man nochmal drauf drückt, ist man wieder im Loop-Modus. Ja, bei den Kleinen gibt es ja nicht allzu viel zu sagen. Er ist sehr klein, er ist aus Metall gebaut, das LED-Display ist schön, übersichtlich. Der Knopf hier ist ein bisschen schwergängig für die Lautstärke, aber auch nichts Schlimmes, dafür verrutscht er auch nicht aus Versehen. Kein Stromkabel war dabei, kann ich nicht verstehen, aber das macht man ja heutzutage manchmal so. Man hat hier 9 Loops, insgesamt 40 Minuten Loopzeit, 10 Minuten pro Loop. Super einfach zu bedienen, macht Spaß, klingt auch gut und kostet fast gar nichts. Und das Geräusch, ich habe es gerade gehört, ist irgendwie auch nicht so laut. Ich mag das Teil. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einen Kommentar. Die technischen Details könnt ihr natürlich wie immer nachlesen. Jetzt macht euch erstmal einen schönen Tag. Ciao.